Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pure Farming 2018. Ich bin dabei immer noch hier dieses Feld zu pflügen, aber jetzt die letzten 12% und danach fangen wir hier mit der Aussaat an. Die zeitlich wahrscheinlich ähnlich aufwendig werden wird wie das hier. Ich habe also jetzt in der letzten Folge schon das Problem gehabt. Ja, schließe die Sämaschine an. Wenn, dann mache ich das hier fertig. Ich habe das Problem gehabt, dass mir meine Finger eingeschlafen sind auf der Tastatur. Ich bin eben überhaupt kein Tastaturspieler eigentlich. Und das war echt anstrengend. Und genauso anstrengend finde ich immer, dass das hier immer alles ewig dauert, bis man irgendwelche Funktionen auswählen kann. Ich finde, das muss nicht sein. Halt, ach Mann, ey. Ich und Tastaturspiegel. Komm. Einmal hin, einmal zurück. Also, danach noch einmal hin und einmal zurück. Und dann haben wir das Feld fertig gepflügt. Vorletzte Bahn. Dann können wir uns sonst aussehen machen. Können auch mal Licht ausmachen, ist ja inzwischen schon wieder hell. Ich habe eine E-Mail empfangen, schon in der letzten Folge, die mir sagt, dass ich jetzt gleich die Sämaschine anschließen soll. Ja, ist mit Sicherheit richtig. Wir sind gleich durch hier. So. Ja. So, was sagt denn hier die E-Mail? Sämaschine. Für den nächsten Schritt im Feld solltest du dich mit der Sämaschine vertrauen. Man, die Sämaschine wird verwendet, um verschiedene Getreidearten zu pflanzen. Ja, Sämaschine anschließen. Ja, klar, logisch. So. Jetzt müssen wir aber erstmal den Pflug wegbringen. Sehr dreckig ist.
Ich habe eine E-Mail gekriegt. Endlich mal. Kaufe Getreide für die Sämaschine. Spitze. Um das Feld zu sehen, führt die Sämaschine zuerst mit der richtigen Getreideart. In diesem Fall begib dich zur Weizenpalette neben dem Stall. Parke die Sämaschine direkt daneben und fülle sie mit Getreide. Ja, dann machen wir das doch mal. Weizen, hat er gesagt, ne? Kaufe Weizen für die Sämaschine. Halt. Jetzt habe ich schon wieder eine E-Mail bekommen. Mit der Sämaschine arbeiten. Die Sämaschine ist jetzt voll und du kannst damit beginnen, das Feld zu sehen. Fahr zunächst an den Rand des Feldes und senk und starte dann die Sämaschine. Jetzt musst du nur noch das gesamte Feld bearbeiten, wie du es beim Pflügen getan hast. Ja, schmutzige Maschinen können gereinigt werden. Ja, das ist sehr schön. Das werde ich auch tun. Aber nicht jetzt. Dann wollen wir mal zusehen. Woran sehe ich jetzt, wo ich schon war? Erkenne ich das? Ja, erkenne ich. Alles klar. Gut, dann sehen wir mal hier aus. Macht da nicht weg. Okay. Schade. Unsauber geflücht wahrscheinlich. Geht hier etwas schneller als das Flügen, weil ich nicht immer auf dieses Zusammenklappen, drehen und so warten muss.
Leute, 23%. Ein Viertel. Das heißt, wir kriegen das niemals in dieser Folge fertig. Vielleicht in der nächsten Folge. Boah, ich könnte durchdrehen, ey. Für so ein kleines Feld, ey. Ja, wir sehen und wir sehen und wir sehen. Kann hier mal jemand Cosplay für programmieren, bitte? Nein, wie ich schon sagte, es ist ja nicht schlecht, wenn man sowas kann. Wenn man weiß, wie es geht. Und wenn man auch ohne technische Helfer arbeiten kann. Es geht weiter, weiter, weiter. Geht auf jeden Fall deutlich schneller als das Pflügen. A, haben wir etwas mehr Arbeitsbreite. Und B, muss ich nicht immer dieses Zusammenklappen und Flugdrehen und wieder ausklappen und so. Das hat ja immer echt lange gedauert. Wir schauen mal. Okay, Leute, hey, ich war etwas ruhig, ja. Mir ist schon wieder mein Finger eingeschlafen. Und ich auch fast.
51% haben wir, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ja, ne, ich erspare euch jetzt mal das ganze Gerede. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Jetzt hier zur nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao.